Was ich an deinen CDs bewundere, auch an den Konzerten, ich habe leider nicht so viele, aber jetzt vor kurzem bei uns in Illingen eins von dir erleben dürfen, ist, dass du die Grenzen zwischen Rockmusik, populärer Musik, Jazz nicht nur auflöst, sondern du scheinst sie überhaupt nicht zu akzeptieren. Die existieren nicht, oder? Ja, das triffst du eigentlich schon ganz gut, glaube ich. Es ist nicht so, dass ich für mich jetzt bewusst das Gefühl habe, überhaupt ich muss Grenzen einreißen oder so, sondern es ist halt, die Musik, die ich mache, ist das, wo ich halt geschmacklich stehe. Und das ist eben Musik, die eben nicht nur von Jazz beeinflusst ist, sondern eben von vielem anderen auch. Ich bin eben ja auch nicht nur mit Jazz aufgewachsen. Und ich habe irgendwann für mich halt einfach festgestellt, am besten ist die Musik, wenn ich nicht darüber nachdenke, was ich da komponieren möchte und was ich spielen möchte, sondern es einfach passieren lasse. Und es gibt jetzt halt 10 Alben mittlerweile und da entwickelt sich ja dann doch immer so eine Linie raus. Und für mich habe ich dann eben festgestellt, was dann alles da an Einflüssen drin ist. Das ist sicherlich nicht nur Jazz. Aber es ist so, wie du sagst, also ich setze mich nicht hin und sage, jetzt möchte ich aber mal irgendwie hier eine Regel brechen oder so, sondern es ist einfach, für mich fühlt sich das, die Musik so wie sie ist, einfach sehr, sehr organisch an. Du sagtest vorhin, dass du nicht mit Jazz aufgewachsen bist. Mit welcher Musik bist du denn aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen als Spieler mit Klassik und als Hörer mit Pop. Und es war halt so, dass vielleicht, also ich mag nach wie vor Klassik sehr gerne und aber es war halt nie so diese totale Leidenschaft. Und es war irgendwie Trompete und Klavier war halt irgendwie ein Hobby, aber es war eben nicht das, was dann, hatte nicht die Wirkung, die Jazz für mich irgendwann hatte, denn es war halt vorher so, eben wie gesagt, ich habe die eine Klassik gespielt, aber Pop gehört und in dem Moment, wo ich für mich Jazz entdeckt habe, dann war das auf einmal die Musik, die ich hören und spielen wollte und das hat dann erst so richtig in mir, glaube ich, das Feuer entfacht. Wie kam das? Ja, das war damals in den 90ern, gab es diese Acid-Jazz-Welle, so Us 3, dieses Cantaloupe und so, dieses mit dem Herbie Hancock-Sample und so, das war, da kam man ja quasi nicht dran vorbei, das war so richtig im Radio und das war eigentlich so das erste Mal, dass ich für mich bewusst wahrgenommen habe, es gibt auch Trompete in einem anderen Kontext, außer Haydn-Trompetenkonzert und so, wo ich mich so dran probiert habe. Und dann habe ich mich eben auf die Suche begeben. So, also irgendjemand meinte mal, hey, wenn dir das gefällt, dann musst du aber mal so Jazz hören. Und dann hat mir jemand halt Miles Davis vorgespielt, Kind of Blue. Und das war wirklich dann so ein Erweckungserlebnis. Also das war einfach, ich konnte da nicht einen Finger drauf legen, was das ist, was mich da so berührt. Aber das ist so, wie wenn man von einem Menschen fasziniert ist oder sich verliebt, dann kann man auch nicht hinterher sagen, so, ja, das, ich habe mich verliebt, weil erstens, zweitens, drittens, viertens, sondern es ist halt einfach, es ist ein Prozess und da war es dann, also das war für mich gänzlich neue Musik und es war aber trotzdem so, dass ich das Gefühl hatte, hey, das ist meine Sprache. Also es war komplett neu und trotzdem irgendwie vertraut. Dein Sound erinnert auch manchmal an Miles, also auf der Trompete auch, ne? Aber nicht nur da, auch die Art und Weise, wie du komponierst. Es gibt ja Leute, die haben sehr viele Changes in ihrer Musik und wechseln dann die Akkorde und jagen da durch. Und du hast mehr die Ruhe, dich auf einzelnen Akkorden nicht auszuruhen, sondern dich auf die einzulassen und deren Möglichkeiten auch musikalisch zu erkunden. So habe ich jedenfalls das Gefühl. Freut mich. ja, also ich glaube irgendwie Musikraum zu geben, also Melodien Raum zu geben, seinen Mitmusikern Raum zu geben. Ja, das auch. Es ist auf jeden Fall wichtig, zumindest für Musik, wie ich sie höre. Ja. Was können wir heute Abend von dir hören? Wie ist das Programm? Ja, wir sind seit Ende letzten Sommers eigentlich unterwegs mit dem Decade Live, einem Live-Album. Und das sind viele Stücke vom letzten Studioalbum namens On, aber auch ein paar ältere Nummern. Also heute Abend ist natürlich Festival, wir kommen nicht dazu, das ganze Programm zu spielen. Aber es hat sich so halt schon weiterentwickelt.
Das ist eigentlich auch der Grund für dieses Live-Album. Ich wurde sehr oft danach gefragt, wann gibt es denn mal ein Live-Album, weil es gibt halt jetzt 9 Studioalben mittlerweile und ich habe das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben und dann aber irgendwann haben wir mal aufgenommen und haben gemerkt, so, hey, ja, die Musik hat sich schon, also die Stücke entwickeln immer so ein Eigenleben, wenn man die auf Tour nimmt und nicht nur die man länger spielt, sondern auch so meistens die neuen dann irgendwie, also oder ich bringe das erstmal zu Ende und dann ist es halt so, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, das halten wir jetzt mal fest und dieses Live-Album gibt es jetzt. Bin ich auch sehr froh, dass wir es gemacht haben und für mich ist halt so, ich stehe wahnsinnig gerne auf der Bühne und ich bin aber auch wahnsinnig gerne im Studio, aber für mich sind das halt zwei verschiedene Sachen. Also ich versuche im Studio nicht eine Live-Situation nachzuproduzieren und ich versuche auf der Bühne nicht 1:1 nachzuspielen, was wir da im Studio gemacht haben, sondern das sind für mich so zwei verschiedene kreative Räume. Also das Live-Album klingt auch wesentlich akustischer. Die Instrumente sind für mich deutlicher zu erkennen, mehr Konturen und deswegen freue ich mich auch immer wieder über deine Konzerte. Ja, schön. Ja, es ist tatsächlich, also ich versuche halt ein Studio irgendwie auch als ein bisschen wie ein Instrument oder also zu nutzen, also zumindest die kreativen Möglichkeiten. Auch nicht jedes Mal, also das heißt, ich will gar nicht unbedingt, wenn ich ein Studioalbum mache, ins Studio gehen und dann einfach so 1:1 so quasi das gestochen scharfe Foto, sondern ich will halt einfach Dinge verändern und auch mal wirklich Sounds verändern und schrauben. Und es war irgendwann der Gedanke für mich zu sagen, so Studio ist eh künstlich, ne? Also es ist was anderes als vor euch auf einer Bühne zu stehen und man bekommt so ein direktes Feedback und man spielt halt in Echtzeit, sondern auf eine Art, selbst wenn man es versucht so dokumentarisch zu machen, das ist trotzdem eine andere Situation. Also, und dann war das war für mich der Punkt, da irgendwann zu sagen, dann kann ich mich auch ganz davon frei machen und ich mache einfach auf eine andere Art der Musik. Jedenfalls freue ich mich riesig auf das Konzert heute Abend und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, den Nerv gefunden hast, hier zu uns zu kommen. Sehr gerne. Nils Wülker.